In der Bibel lesen wir, in principio erat verbium. Am Anfang war das Wort. Goethe schreibt in seinem Teil der Faust, am Anfang war die Tat. Ich möchte beide Richtungen vielleicht heute einmal verlassen und die Frage stellen, vielleicht war am Anfang und waren am Anfang die Hormone. Hallo und herzlich willkommen, wenn du ein Mann bist, der unter einem vielleicht bedingten Testosterondefizit leidet, der unter einer Einschränkung seiner geistigen, körperlichen, sexuellen Leistungsfähigkeit leidet, dann könnte dieses Video durchaus spannend für dich werden. Ich möchte einleiten mit der Fragestellung eines Zuschauers von mir, und zwar, ich zitiere, sollte man in reifem Alter über 50 als Mann eine Testosteronersatztherapie anstreben, wenn sichtbare Symptome auftreten wie Müdigkeit, Depression, Antriebsschwäche, Potenzprobleme, nicht zuletzt auch Muskelverlust, also Atrophie der kontraktilen Muskelgeweben, oder ist die Applikation solcher Mittel wie zum Beispiel Nebido, also ein Langzeittestosteron, risikobehaftet, gerade im fortgeschrittenen Alter, eventuell durch die auftretenden Nebenwirkungen, wie beispielsweise Veränderung der Viskosität des Blutes, Erhöhung des Hämatokritwertes, also der Zähigkeit, damit verbunden ein erhöhtes Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisiko, ebenfalls eher an Prostatakrebs zu erkranken, oder sollte man im Alter einfach so weiterleben und samt all dieser Unzulänglichkeiten Nutzen und Risiko sollten gut abgewägt werden. Ich möchte diesbezüglich kurz auf die gegebene Fragestellung eingehen und einiges hierzu vielleicht einmal klarstellen. Wir haben zunächst einmal das Testosteron als wichtigstes Geschlechtshormon des Mannes. Wir unterscheiden prinzipiell, um es noch einmal zu sagen, zwischen Steroidhormonen und Peptidhormonen. Steroidhormone leiten sich ab vom Cholesterin. Das bedeutet also, wir haben ein Steroidhormon, das Testosteron, das Östradiol, das Progesteron, das DHEA, das Pregnenolon und wir haben Peptidhormone. Die Peptidhormone sind ganz vielfältig, sind zahlreich. Da haben wir das Insulin beispielsweise, wir haben das Glucagon, wir haben das Wachstumshormon, die sich daraus ergeben, Insulin-like Growth Factors, wie zum Beispiel Somatomedin A und Somatomedin C. Ich denke nur, so viel sollte man vorausschicken. Wir haben also zwei Typen von Hormone, die Steroidhormone, dazu gehören auch die Glukokortikoide, und wir haben die Peptidhormone, die sich aus Aminosäurenketten zusammensetzen. Zunächst einmal die biologische Funktion vom Testosteron. Testosteron ist für den Mann, für den Körper des Mannes, geradezu essentiell. Aber es ist auch essentiell in vieler Hinsicht für den Körper der Frau. Das muss man ganz klar sagen und das wird sehr häufig vergessen. Testosteron hat prinzipiell zwei Möglichkeiten, in unserem Körper zu reagieren. Es kann über die Aromatase umgewandelt werden in 17-Beta-Estradiol. Das wäre der Worst Case. Wo finden wir die Aromatase? In sehr vielen Geweben finden wir die Aromatase. Die Aromatase finden wir im Fettgewebe, die Aromatase finden wir in der Leber, wir finden sie in den Keimdrüsen, wir finden sie im Gehirn, wir finden sie in zahlreichen Geweben. Natürlich ist es so, dass man sagen kann, wenn ein Mann sich Gedanken machen sollte, ob er eine Hormonersatztherapie, also im Sinne eines Late-Onset-Hypogonadismus, also eines altersbedingten Testosterondefizits, mit Testosteron substituiert, dann muss man sich natürlich Gedanken machen, ob Testosteron das ideale Androgen für diesen Mann ist. Und das ist in vieler Hinsicht nicht. Denn wenn dieser Mann schon aufgrund des Testosterondefizits oder anderer Imponderabilitäten, Diätfehler, Bewegungsfehler, Trainingsrückstände, falsche Ernährung, insgesamt Veränderung der Darmflora, ich erinnere nur Mikrobiom, Firmicutes, Bacteriis Ratio, ganz wichtiges Thema. Es kann niemand in Form sein, ganz wichtig, sehr gut zu hören. Es kann ein Mann oder eine Frau nicht in Form sein, wenn er eine Störung der Darmflora hat. Das ist eine Unmöglichkeit. Das hat schon damit zu tun, dass eine gestörte Darmflora in den meisten Fällen einen alkalischen pH hat. Was haben wir in einem alkalischen pH? Wir haben häufig Clostridien. Clostridien sind Eiweißfresser.
Und Clostridien produzieren Histamin. Und Histamin hat die Fähigkeit, an den Östrogenrezeptor zu binden und ihn zu stimulieren. Das heißt also, das kann ich auch nicht blocken durch Arimidex oder seine Derivate. Aber ich schweife ab. Wichtig ist, wir müssen erkennen, dass Testosteron ein ganz wichtiges biologisches Hormon ist für den Mann, das einige sehr entscheidende Funktionen auslöst. Und es geht nicht nur darum zu sagen, was passiert denn, wenn jetzt Testosteron fehlt, gerade im Hinblick auf die Potenz, auf die Libido, sondern es hat ganz andere Beweggründe und Bedeutungen, warum wir Testosteron gegebenenfalls ersetzen müssen. Ich sage nur eine Dinge oder einige ganz wichtige Dinge, die häufig vergessen werden. Zum Beispiel das Absterben der Muskeln im Schwellkörper, im Penis. Das heißt, wir haben eine nicht reversible Atrophie des Penis. Ja. Wir haben aber auch im Hinblick auf die Herzgesundheit eine nicht selten verursachte QT-Verlängerung. Die QT-Verlängerung ist die Zeit im EKG, die wir messen und bestimmen können. Und diese Zeit, wenn die erhöht ist, dann führt die zu einer Veränderung im Herzrhythmus, die manchmal zu Arrhythmien führen kann. Also auch hier spielt das Testosteron eine ganz wichtige Rolle. Auch was die Libido betrifft, ist es oftmals so noch nicht ganz klar, wie diese Geschichte biochemisch läuft. Ich rekapituliere. Biochemisch brauchen wir Stickstoffmonoxid. Das ist das kleinste Molekül in der Biologie. Dieses Gas, das Stickstoffmonoxid, wird durch NO-Synthasen hergestellt, durch die Aminosäure L-Arginin. Heraus kommt Citrullin und NO. So, NO wandert durch die subendothelialen Bereiche, durch den subendothelialen Raum. Und hier kommt es darauf an, wie viele Superoxidanionen sitzen da. Und wenn wir hier viele Superoxidanionen haben, dann wird das NO reagieren, weil hier eine große Affinität besteht, zu Peroxynitrit. Und dann kommt es zu einer gegenläufigen Kontraktion der Endothelzellen und es kommt zu einer Minderperfusion. Gehen wir mal von der normalen Situation aus. Die normale Situation sorgt dafür, dass Stickstoffmonoxid unsere Blutgefäße weitstellt. Man könnte also sagen, wenn alles gut geht, je mehr Arginin, je mehr NO-Synthase, desto mehr Vasodilatation, also mehr Durchblutung. Und für diese NO-Synthase brauchen wir in den penilen Arteriolen im Schwellkörper Stickstoffmonoxid, aber Stickstoffmonoxid wird ausgelöst durch Dehydrotestosteron. Das heißt also auch der Einsatz von potenzfördernden Medikamenten im Sinne von Sildenafil, also Cialis, Viagra und seine Derivate, funktioniert nur bedingt bei Männern, die ein Testosterondefizit aufweisen. Das muss man sich über ganz klar darüber Gedanken machen, dass das Absterben der Schwellkörper die eine Geschichte ist. Die andere Sache ist die Unmöglichkeit, eine Erektion zu bekommen, wenn nicht genügend Stickstoffmonoxid gebildet wird über die NO-Synthase. Des Weiteren ist es wichtig, was wir auch sehr häufig sehen, wenn wir Testosteron substituieren, dann ist es natürlich klar, dass das Testosteron logischerweise, geht nicht anders, Blutbildung steigert. Wir haben also einen Einfluss auf die Hämatopoese, also die Blutbildung. Und jetzt ist es so, dass man, wenn man hohe Dosen Testosteron substituiert, das kann aber auch bei allen anderen Anabolen, Androgenen, Steroiden geschehen, dass wir eine Polyglobulie erreichen. Die Polyglobulie haben wir bei Hämoglobinwerten über 17,5, sage ich jetzt mal im Schnitt, und Hämatokrit ab 50 aufwärts wird das gefährlich für thromboembolische Komplikationen, Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter. Deswegen muss man das im Auge behalten, auch bei einer Substitution von Testosteron im Sinne der Hormon-Replacement-Therapie, also nicht nur der Bodybuilder, der hohe Dosen Testosteron zuführt, was in meinen Augen in den meisten Fällen relativ unsinnig ist aus Gründen der Aromatisierung. Da gibt es andere geeignetere Steroide, deswegen hat man ja damals auch schon 1952 das Dianabol entwickelt, gerade weil sich Testosteron eben nicht gut eignet zum Doping oder zu Dopingzwecken, wenn das Ziel ist, jetzt mehr Muskelmasse aufzubauen oder die sportliche Leistungssteigerung zu forcieren. Entscheidend ist, wir müssen
einige Dinge kontrollieren. Das bedeutet also, ein Mann mit einer Hormone Replacement Therapie sollte natürlich regelmäßig sein Blut kontrollieren, Hämoglobin, Hämatokrit. Des Weiteren ganz wichtiger Risikofaktor, davon mal abgesehen, ist das Homocystein. Das Homocystein ist ein freies Radikal, ein sehr starkes freies Radikal, was meiner Meinung nach deutlich wichtiger ist und höhere Präsenz besitzt wie die Kontrolle des Cholesterins. Allerdings ist die Tatsache eben so, dass wir keine Medikamente haben, die von der pharmazeutischen Industrie patentiert werden können gegen hohes Homocystein. Hier kommen Natursubstanzen zum Einsatz wie Cobalamine, also Vitamin B12, Folsäure, Vitamin B6. Das sind Therapeutika, die man anwendet in der alternativen Medizin, der biologischen Medizin. Und deswegen kümmert sich die Ärzteschaft bislang leider noch nicht um diesen sehr, sehr wichtigen Risikofaktor Homocystein. Aber ich kann nur jedem älteren Athleten, jedem älteren Mann raten, das Homocystein im Auge zu behalten. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann wirst du mit ganz großer Wahrscheinlichkeit unter atherosklerotischen Veränderungen leiden, teilweise auch schon relativ früh. Und die Atherosklerose ist sehr, sehr schwerwiegende Erkrankung, die natürlich in der Konsequenz, auch wenn man das nicht spürt, genauso wie der hohe Blutdruck, der wird in vielen Fällen zunächst mal auch nicht gespürt. Aber auch die stärkste deutsche Eiche wird zu Fall kommen, wenn die Durchblutung sistiert. Das heißt, auch hoher Blutdruck und Arteriosklerose dürfen auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden. Und natürlich ist die Hormon-Replacement-Therapie da auch interessant, ja, mit Testosteron, weil wir sehen auch die negativen Einflüsse auf den Metabolismus. Wenn wir zum Beispiel unter einem Testosterondefizit leiden, dann neigen wir früher zu Fettstoffwechselstörungen. Diabetes, prädiabetogene Stoffwechselsituationen geschehen ebenfalls unter einem Defizit von Testosteron. Testosteron des Weiteren interagiert mit dem auf Chromosom 7 sitzenden Leptin. Also das Leptin ist ein Hormon, das unseren Hunger reguliert. Und wir sehen, dass Patienten, Männer insbesondere, aber auch Frauen mit niedrigem Testosteron mehr zu Heißhungerattacken neigen. Aber das hat natürlich auch wieder mit ganz anderen vielen Faktoren, Darmschleimhaut, Candida und so weiter zu tun. Also ich versuche das Ganze immer sehr global zu sehen, weil ich die Monomanie in der Medizin nicht mag. Das hat aber damit zu tun, dass ich nach meinem Medizinstudium Pharmazie studiert habe und eben Heilpraktiker. Insofern versuche ich die Situation immer von beiden Seiten zu beleuchten. Ich hoffe, es gelingt mir einigermaßen. Was wichtig ist, ich möchte auf die Frage nochmal eingehen, was muss man machen, damit ein Mann halbwegs sicher eine Testosteron-Replacement-Therapie durchführen kann. Die Angst vor Prostatakrebs, die sollte man auch immer besprechen mit dem Patienten, sowohl als Therapeut, alternativer Therapeut, als auch als Arzt, muss man dem Patienten heute sagen, es gibt keinerlei Hinweise, dass ein Mann mit einer Hormon-Replacement-Therapie an einem Prostatakarzinom erkrankt. Das ist natürlich die Frage zu stellen, wieso hatten wir jahrzehntelang diese teilweise falschen Dogmen verfolgt und den Männern eine riesige Panik gemacht. Man muss hierzu sagen, die Schwierigkeit liegt hier darin, dass man natürlich Dehydrotestosteronrezeptoren der Prostata gefunden hat. Und jetzt hat man gedacht, ohne das wirklich genau überprüfen zu können, das konnte man damals auch noch nicht, dass Dehydrotestosteron das Prostatawachstum forciert. Dem ist aber nicht so. Es ist heute, wie wir heute erkennen, durch zahlreiche Studien sogar so weit, dass Patienten mit Prostatakrebs eine niedrig dosierte Testosteronersatztherapie erhalten haben und kein einziger von diesen Patienten hat eine PSA-Erhöhung gehabt oder eine Verschlimmerung der Prostata oder des Prostatakarzinoms oder auch Rezidive bei Patienten, die schon ein Prostatakarzinom hatten und es überstanden hatten, gab es ebenfalls nicht. Ich denke, das hat mit der Androgenrezeptorverteilung zu tun und mit der Verteilung der Östrogenrezeptoren. Denn es ist ja so, ein junger Mann hat ja hohe Testosteronwerte. Und folgerichtig, wenn ein junger Mann hohe Testosteronwerte hat, dann muss er natürlich auch logischerweise hohe Dehydrotestosteronwerte haben, je nachdem, wie stark seine 5-Alpha-Reduktase funktioniert, also die Expression, ja, die Transkriptionsfaktoren dadurch.
Aber entscheidend ist, je jünger ein Mann ist, im Alter von 20, 25 Jahren, hat er höhere Testosteronwerte wie ein Mann mit 45 oder 50 Jahren. Insofern müsste man folgerichtig vordergründig sagen, je jünger der Mann ist, umso größer die Gefahr für ein Prostatakarzinom. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch wieder ganz klar sagen, das Prostatakarzinom ist androgenabhängig, allerdings auch östrogenabhängig. Und ich denke, wenn wir diese beiden Faktoren zusammensetzen und sehen, dass ein älterer Mann aufgrund der verstärkten Aromatase, die kommt dadurch, dass die älteren Männer in der Regel mehr Fettgewebe aufbauen. Im Fettgewebe habe ich ja zu Eingang des Videos schon erklärt, sitzt eben nun mal die Aromatase, dass wir hier mehr 17-Beta-Östradiol haben. Und ich glaube einfach, ohne es beweisen zu können, dass die Androgenrezeptoren der Prostata sich zurückziehen und die Östrogenrezeptoren vermehrt sich in der Prostata bilden. Und das macht die Prostata meines Erachtens sensibler für hohe Spiegel an Östrogenen, 17-Beta-Östradiol, was im Körper dann dementsprechend das Biologische ist. Ja. Und wichtig auch noch, Testosteron ist ganz wichtig, wenn es um Depressionen geht, Prävention von Depressionen. Es gibt heute relativ gute Studien, auch von Morgenthaler, die das relativ klar darlegen. Je höher das Testosteron bis zu einem gewissen Maß, wir reden von 3 Nanogramm bis maximal 9,5 Nanogramm pro Deziliter. Männer unter 3 Nanogramm haben einige Probleme, die andere Männer nicht aufweisen. Insbesondere die Anämie. Anämie haben wir, wenn wir langfristig erniedrigtes Serum Testosteron haben. Unter 2,5 Nanogramm pro Deziliter können wir relativ sicher davon ausgehen, dass dieser Mann eine Anämie entwickelt, unabhängig davon, wie er sich ernährt und ob er nun Sport treibt oder nicht. Das sind unabhängige Faktoren davon. Des Weiteren haben Männer mit niedrig normalem Testosteron oder sogar mit zu niedrigem Testosteron ein Problem mit Depressionen. Diese Depressionen sind Stimmungsschwankungen, Lustlosigkeit, Antriebsschwäche, sexuelle Abstinenz, einfach Desinteresse am Leben zu partizipieren. Und das sind ganz wichtige Faktoren, die für den alternden Mann auch bedeutsam sind. Das heißt, der Abbau der Muskelmasse, wir haben Veränderungen, was die Kontraktilität betrifft, das heißt auch die Erregung der Muskulatur, also neuronale Kopplung, ja, wenn es über Transmitter geht, die Muskulatur ist schlechter trainierbar, die Muskelmasse atrophiert. Wie gesagt, das hat nicht nur damit zu tun, dass der Proteinkatabolismus verstärkt auftritt, wenig Anabolismus, mehr Katabolismus, hat aber auch damit zu tun, dass viele Männer gerade im Alter, wenn es um die Wechseljahre geht, in eine Stresssituation kommen. Sie stellen fest, das Leben ist oft nicht so, wie sie es vorgestellt hatten. Vieles ist falsch gelaufen. Man spürt auch, dass das Leben vielleicht irgendwo endlich ist, was man in jungen Jahren, gerade als Mann, ja oft nicht so wahrhaben will. Ich erinnere an viele Bodybuilder, ja, die sich überhaupt keine Gedanken machen, was sie mit ihrer Gesundheit anfangen. Ja. Da kann man wirklich nur sagen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist, viele Männer, gerade in den sogenannten Wechseljahren, haben sehr häufig das Problem, dass man eine Midlife-Crisis hat, dass man sagt, okay, das Leben ist endlich, aber ich habe meine Ziele eigentlich nicht erreicht. Das führt zu Stress. Und Stress führt zu erhöhter Cortisolproduktion aus der Nebenhirnrinde. Und diese Cortisolproduktion, hohes Cortisol, hemmt Testosteron. Frauen, die hohe Cortisolwerte haben, haben fast immer Defizite Progesteron. Männer, die hohe Cortisolwerte haben, haben am Anfang fast immer oder auch in fortgeschrittenen Stadien dann demzufolge einen Mangel an Testosteron. Beim Testosteron ist es so, wir dürfen Testosteron meines Erachtens nicht gedankenlos übersubstituieren. Also ein supraphysiologisches Level an Testosteron ist meines Erachtens eher kontraproduktiv. Das hat damit zu tun wegen der Aromatase. Und deswegen bitte ich auch viele Athleten, wenn sie der Meinung sind, sie müssten ihre körperliche Leistungsfähigkeit steigern durch den Einsatz von Hormonen, dann kannst du mich gerne kontaktieren und wir vereinbaren ein Beratungsgespräch. Denn viele Dinge müssen hierbei berücksichtigt werden. Und ich kann auch nochmal sagen, ich rekapituliere, ich habe es schon in sehr vielen Videos gesagt, eine Hormonersatztherapie im Sinne einer Hormon-Replacement-Therapie bedingt nicht unbedingt den Einsatz von Testosteron. Sehr häufig sind Kombinationen notwendig mit Dehydrotestosteron-Derivaten. Also der Einsatz von Testosteron ist nicht der heilige Gral. Ich wollte nur auf dieses Thema eingehen, weil ich diese Frage eben bekommen habe.
Ich rezitiere noch einmal und möchte es noch mal ganz klar expressus verbis sagen. Die Prostatagefahr beim älteren Mann durch den Einsatz einer physiologischen Testosteronersatztherapie sehe ich als nicht gegeben. Hämoglobinsteigerung, Polyglobulie, Hämatokrit, die Gefahr besteht aber relativ selten und ist dosisabhängig. Des Weiteren würde ich ohnehin jedem Mann empfehlen, der mit Testosteron Therapie mit dem Gedanken spielt oder sie bereits verordnet bekommen hat oder sie eigenständig in eigener Regie durchführt, muss man leider auch sagen, weil viele Ärzte in dieser Hinsicht völlig ignorant sind und auch gar keine Erfahrung haben. Das ist leider so. Aber ich würde jedem Mann raten, der mit Testosteron substituiert, Natokinase zu verwenden. Das ist ein thrombolytisches Enzym, das die Fibrinbildung hemmt und vielleicht auch eine Omega-3-Fettsäure, Eicosapentaensäure, Docosapentaensäure. Sind ganz wichtige Fettsäuren, die die Blutfließeigenschaften, die Blutrheologie verbessern. Das sind ganz wichtige Faktoren, unabhängig jetzt von Testosteron-Substitution, aber nicht. Aber gerade wenn Testosteron substituiert wird, dann würde ich das auf jeden Fall raten. Des Weiteren ist wichtig, dass man sich regelmäßig auch den Blutdruck hin kontrollieren lässt. Es gibt Gründe, warum man zum Beispiel ACE-Hämmer verwenden kann. Ich bin eigentlich der Meinung, dass viele ältere Menschen, viele Athleten auch mit ACE-Hämmer arbeiten sollten, wenn sie grenzwertig erhöhte Blutdrücke haben. Ich möchte kurz in den südamerikanischen Regenwald abschweifen. Im südamerikanischen Regenwald gibt es eine Art von Schlangen, deren Namen habe ich vergessen. Wenn die einen Nager oder ein Tier beißen, dann läuft dieser Nager noch ein paar Meter und fällt dann um und kollabiert. Warum? Das Schlangengift, das der Nager quasi durch den Schlangenbiss in seine Blutbahn injiziert bekommen hat, ist unser heutiger ACE-Hämmer. Das heißt, der Nager kollabiert aufgrund einer hypotensiven Situation. Er dekompensiert quasi, ja, das Herz kann diesen senkenden Blutdruck, die starke plötzliche akute Blutdrucksenkung nicht kompensieren. Und der Nager kompensiert. Das heißt, wir machen mit einem ACE-Hämmer eigentlich gereinigte Schlangengifttherapie. Insoweit muss man sagen, der ACE-Hämmer hat für viele Athleten deutlich günstige Eigenschaften, für viele ältere Menschen genauso, weil einfach das Herz vor Überlastung geschützt wird. Sehr viele ältere Männer, sehr viele Athleten neigen unter einer oder leiden unter einer diastolischen Dysfunktion. Das heißt, die diastolische Dysfunktion ist die Relaxationsstörung des linksventrikulären Myokards vor allem, weil es eben darauf ankommt, das linksventrikuläre Myokard, also die linke Kammer, versorgt den gesamten Körperkreislauf. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier für eine gute Mikrozirkulation sorgen und keine vorzeitigen hohen Blutdrücke haben, die wir über Jahre hinweg akzeptieren, die unser Endothel schädigen. Das Endothel ist die innere Auskleidung unserer Blutgefäße. Dazu mache ich noch ein eigenes Video, warum ich der Meinung bin, dass Athleten und viele ältere Menschen ACE-Hämmer zumindest mal andenken sollten, weil der ACE-Hämmer einfach unser Endothel schützt. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das Endothel ist quasi unsere Teflon-Auskleidung unserer Blutgefäße. Und wenn wir dieses Endothel schädigen, dann gibt es unsere Thrombozyten. Und die Thrombozyten, die lagern sich natürlich dort an, wo die Leitplanke, also das Endothel, geschädigt ist. Und dann kommt es dementsprechend wieder zu Verwirbelungen. Da haben wir keine laminare Strömung mehr. Dann haben wir turbulente Strömung, rein aus der Physik. Und es gibt dann wieder Strömungshindernisse. Und es lagern sich hier atherosklerotische Plaques ab. Und das muss nicht sein. Deswegen, wie gesagt, auch ganz wichtig, neben der Testosteronersatztherapie, neben Sport, ist auch hoher Blutdruck sollte behandelt werden. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt auch die endotheliale Dysfunktion, die sehr bei vielen älteren Männern auch entsteht. Die hängt auch immer im Zusammenhang und die steht in direkter Korrelation mit dem Testosteron. Denn Testosteron, wie gesagt, über Dehydrotestosteron, über die 5-Alpha-Reduktase, wo es entsteht, schlussendlich für die NO-Synthase sorgt. Und NO ist unser kleinstes biologisches quasi Gas, ja, das in der Biologie oder in der Biochemie verwendet wird in unserem Körper und macht eine Vasodilatation. Aber auch hier brauchen wir wiederum ausreichende Antioxidantien. Da kann man zum Beispiel Astaxanthin erwähnen, da kann man einfachstes Vitamin C,
Polyphenole erwähnt, Glutathion, Alpha-Liponsäure, ganz wichtig, damit das NO in unserer subendothelialen Membran nicht abgefangen wird durch Superoxidanionen. Die Superoxidanionen, die in unseren Mitochondrien entstehen, im Rahmen der ATP-Synthese, der mitochondrialen ATP-Synthese, müssen quasi abgefangen werden. Wenn das nicht passiert, dann sind diese wie Piranhas im subendothelialen Raum, warten, bis NO kommt und dann bildet sich daraus Peroxidrit. Und Peroxid ist hochtoxisch und für zahlreiche Mikrozirkulationsstörungen verantwortlich, enzymatische Störungen. Und ist auch oft der Fall, wenn ältere Männer Viagra nehmen, dass entweder das Testosteron nicht wirken kann, weil Testosteron kann nicht wirken, Viagra kann nicht wirken, Viagra kann nicht wirken, wenn ich zu wenig Dehydrotestosteron habe. Denn Viagra ist ein Phosphodiesterase-Inhibitor und Phosphodiesterase-Hemmer hemmen den Abbau von Stickstoffmonoxid. Aber was soll ich hemmen, das nicht vorher gebildet wurde? Und deswegen muss Dehydrotestosteron zumindest mal in gewissen Levels vorhanden sein innerhalb unserer Blutzirkulation. Deswegen ist auch im Rahmen einer Erektildysfunktion immer auf eine Testosteronsubstitution und eine Therapie mit Antioxidantien hinzuweisen. Wenn du Probleme hast gesundheitlich, wenn du Fragen hast zum Thema Hormone Replacement Therapie, sportliche Leistungssteigerung, was auch immer, ich bin Pharmakologe, Heilpraktiker, Physiotherapeut, beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren mit dieser Geschichte. Und wenn du Fragen hast, dann freue ich mich auf deine Nachricht per WhatsApp oder per E-Mail. Und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Video. Bis bald.